Was geht ab, meine Kinder? Hier auf Mittwochabend, auf ganz entspannt. Auf ganz entspannt, Alter. Erzähl mal deinen schlimmsten Geschlechtsverkehr. Oh, das ist mies, Digga. Kann ich sowas erzählen? Kann man sowas erzählen, ey? Gigi Live, für dich einmal kurz die Musik aus. Ja, sicher ist sicher. Ich habe keine Lust, Ärger zu bekommen. Weißt du, wie ich meine? Ja, guck mal, er schreibt schon, ohne hingeguckt zu haben. Ja, ist aber auch, also ich werde nicht viel erzählen, weil ich werde auch keine Namen nennen. Namen nenne ich sowieso nie. Das ist hier alles auf ganz diskret. Auf ganz diskret. Ich hatte damals eine Freundin war das nicht, aber eine Bekanntschaft, mit der ich mich oft getroffen habe und wo ich auch so gedacht habe, ja, die ist ja so ein bisschen verliebert in mich. Also sie war ein bisschen verliebert in mich und fand mich halt toll. Aber ich war halt gerade so aus einer Beziehung raus, aus einer längeren Beziehung raus und habe halt gedacht, nee, der Piepel ist nicht nur zum Pissen da, sondern der möchte auch gerne mal ein bisschen eingesetzt werden. Ne? So war mit meiner Freundin zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 5, 6, 7 Monate auseinander. So Trauerphase überwältigt. Tatsächlich, diese Freundin hat mich damals verlassen, bin ich überhaupt nicht drauf klargekommen. Habe lange ihr hinterher getrauert, aber ist auch eine andere Geschichte. So, und dann wollte ich halt einfach mal wieder meinen Schwanz richtig zum Einsatz bringen. Also ich wollte einfach mal wieder zeigen, also der Welt zeigen, hier ist René. René ist wieder da, Mädels, beschnitten, gewaschen, kommt, schmeckt immer gut. Alles cool. So. Und ich habe ja auch für jeden, wie ihr wisst, auch mit der 57-jährigen Gilf, ich habe für jede Frau immer viel Verständnis gehabt und jeder Frau auch eine, wenn nicht sogar zwei oder auch 6 Chancen gegeben. Gar kein Problem. Ich bin Mensch durch und durch. Ich bin Mensch durch und durch. Ihr wisst, ich habe früher viel Scheiße gebaut. So gebe ich der Menschheit einfach wieder zurück. Versteht ihr, wie ich meine? Ich gebe den Frauen eine Chance, die anderen keine Chance geben. Den anderen keine Chance geben. Da bin ich da und sage, komm her. Solange du nicht bei mir schläfst und wir es nicht in meinem Bett treiben, ist alles cool. Und zwar, ich habe dann damals halt einfach gemerkt, ich habe dann noch so ein Mädchen in meinen Kreisen, mit denen ich auch hin und wieder mal dann zusammen damals gesoffen habe und gemacht und getan, habe ich gecheckt, dass da ein Mädchen ist, die auch ein bisschen mehr von mir will. Und ich mich dann halt öfter mit dem Mädchen getroffen und schon gecheckt, okay, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach hier, die ganze Sache. Da bringst du das nächste Mal halt einfach ein Sixer Becks Gold mehr mit. Gesagt, getan. Wie gesagt, ich lasse mich nicht lumpen. Ich lasse mich in den Sachen nicht lumpen. Habe ich einen Sixer Becks Gold an der Stelle mehr mitgebracht. Und den Abend ging dann auch endlich was. Und ich sage euch so, wie es ist, diese Frau hat eine Traumfigur gehabt. Wäre sie nicht so, also sie ist auch mit Brüdern so groß geworden. Und man hat halt einfach gemerkt, so sie ist halt, ja, sehr, auch sehr locker. Aber für mich war es zu locker. Weil wenn Mädchen zu mir kommen, hey, was geht, Digga? Weißt du, hier so Jack, Faust und so. Dann denke ich mir, und mich mit Digga anspricht, dann denke ich mir, hey, komm, das ist zu viel hier. Das ist zu viel. Ja, da wächst schon Bartwuchs, wenn du so redest. So, und ja, dann war halt alles cool so. Ich sehe den besagten Namen halt schön klar gemacht. So ein bisschen hier schon, hatte sie schon so, ne? Weil sie hat so, das Sixer war schon weg so. Und dann das andere Sixer zur Hälfte. Und dann saßen wir da so ein bisschen schon, hast schon ein bisschen gemerkt so, sind näher gekommen, haben ein Bräuschen rumgemacht. Dann sage ich irgendwann zu ihr, hey, wie sieht denn das aus und so. Weißt du, so, du bist Mädchen, ich bin Junge, wir sind jetzt hier bei dir so alleine und ein bisschen betrunken. Und wie sieht es denn aus? Weiß nicht, mal ein bisschen Bock. Digga, dann erzählt die mir, sagt sie mir, ja René, es ist alles schön und gut, es ist alles schön gut, aber ich brauche keinen Sex. Ich brauche im Allgemeinen keinen Sex. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und ich habe dann auch so gedacht, da hast du schon mal von gehört. Das ist, nennt man asexuell, glaube ich. Asexuell nennt man das. Habe ich sie dann auch mit konfrontiert und sie sagt, ja, ich habe am Sex keinen Spaß. Ja, und ich mir dann so nach dem gefühlten 5. Pilz, habe ich mir gedacht, scheiß drauf, Digga, du willst Druck ablassen. Du willst Druck ablassen. Und dann habe ich noch so ein bisschen vollgelabert, so, ah, komm, hier, ein bisschen Loch, klar. Ein bisschen, zeig mal hier ein bisschen Loch und so. Ne? Und ein bisschen rumgemacht, dies, das. Und dann sie auch, ja, komm, dann scheiß drauf. So, ne, lass ein bisschen machen. Sie ist auch lockerer geworden. So das Bier, wir beide waren gut angetrunken, jung, dumm und naiv angetrunken. Ja, komm. Einfach so. Ne? Schön ein bisschen rumgemacht. So. Ich lasse mich auch nicht lumpen, auch ein bisschen angefasst, ein bisschen gezeigt hier, ne? was ich hier alles bei Maler gelernt habe, so wie Fingerfertigkeiten und so. Und war sie auch dann schön angetan. Ich habe auch gemerkt, okay, unten läuft, im wahrsten Sinne des Wortes, unten läuft.
Und ja, sie liegt da. Ich schieb rein. Bin da voll am Arbeiten, hab dann auch ihr Bein genommen und dann bin da voll am Arbeiten und sie hing so. Bruder, ist das ein Bug oder was? Du gibst richtig Gas. Und sie macht diesen hier. Also so. Ja. Ich sie dabei angeguckt und dann ja, weggeguckt und ich denke so, was machst du hier gerade? So das Bein hier so gehabt, wisst ihr, so das Bein hier gehabt. Ich denke so, ah scheiße, was geht dir gerade ab? Leute, soll ich euch was sagen? Das war der erste Fick, wo ich nicht abgespritzt habe. Ich habe nicht abgespritzt. Ich habe, nach 20 Minuten habe ich abgebrochen. Weil einfach, die lag da. Die Beine, hätte ich die Beine nicht ab und zu mal so in jeden Winkel geschoben und gepackt und getan. Leute, die hätte einfach so. Und auch nicht mal irgendwie, dass sie die Augen zumacht, so mir das Gefühl gibt, okay, es war voll scheiße, was hier gerade abgeht, aber ich mache die Show für dich. Immerhin hast du ja auch 2 Sixpacks Gold mitgebracht. Nein, die lag da einfach. Guck mich an. Ja, und da habe ich von mir aus, und die hat wirklich einen geilen Körper gehabt. Aber ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ging nicht. Digga, wenn deine Leistung so wenig, also wirklich null gewürdigt wird, dann hast du einfach keinen Bock mehr, Digga. Dann hast du keinen Bock mehr. Dann denkst du dir auch, komm, alles schön und gut. Alles schön und gut, aber mit mir nicht. Das war meine schlimmste Sexstory. Weil mir wurde das Gefühl gegeben, mir wurde wirklich das Gefühl gegeben, Digga, du machst gerade irgendwie was voll falsch, tust dir weh oder benimmst dich dulli oder du stinkst irgendwie oder keine Ahnung. Digga, die hat mir das Gefühl gegeben, ich mach alles falsch. Das war belastend, Digga. Digga, ich hab Schwabe 83, schreibt, wer kennt's nicht, Digga. Ja, aber das war einmal und jede Frau, die ich bis jetzt hatte, selbst wenn sie mir nur irgendwas vorgespielt hat, was weiß ich ja nicht. Digga, aber das war wirklich, das war ein bisschen sehr, sehr heftig. Schnitzelkopf schreibt, locker hast du einen Film geschoben, ob deiner dann zu klein ist oder so. Also ich glaube, ich kann von mir behaupten, dass mein Pidel nicht klein ist. Ich habe nicht den größten Pidel, aber ich habe auch keinen kleinen Pidel, definitiv nicht. Was hast du dann gesagt, nachdem du nicht abgespritzt hast oder Orgasmus vorgetäuscht? Nein. Ich habe, ohne Scheiß, wir waren ja auch echt gut angetrunken und wir waren ja auch halt noch relativ jung. Und da habe ich dann einfach gesagt, ich bin einfach zu voll, ne? Ging nicht, zu viel Alkintus und so. Lass noch ein paar Bierchen zwischen. Ich hau irgendwann ab, so, ne? Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Leute, irgendwie 2-3 Monate später hatte ich abends mega den Ständer, da habe ich auch noch gekifft, hatte ich mega den Ständer, habe ihr dann auch wirklich, also nochmal geschrieben, ja, bin dann hin. Aber ich schwöre es euch auf alles, ich habe sie nicht nochmal gefilmt. Ich saß dann da einfach mit der Option, ob vielleicht willst du sie noch oder nicht, aber ich bin dann abends nochmal hin, wir haben auch nochmal geredet und so, ich war halt high, sie dann halt auch noch ein paar Bierchen verhaftet, haben eine Pizza bestellt und heute noch verstehen wir uns. Sag Länge, keine Ahnung, Digga, wie lang ist mein Schwanz? Ich schätze mal so 47 cm im schlaffen Zustand. Ungefähr. Nein, also ich schätze mal, also ich glaube im erregten Zustand, ohne Scheiß. Ich meine, wir sind ja hier unter uns, hört ja sonst keiner zu. ich glaube, im erregten Zustand bin ich bei guten 20. Nervt doch jeden Morgen über Schwanz zu stolpern. Geil, Digga, das ist geil. Das ist wirklich geil. Ja, knappe 20 cm würde ich behaupten. Ich schwöre, ich würde es euch auch zeigen, aber ich habe keinen Bock auf den Band. Twitch läuft im Moment zu gut dafür. Zeig auf Twitter, Fivecom halt's Maul. Sag mal ehrlich, kann man bei Twitter wirklich seinen Schwanz zeigen? Ne, Insta ist glaube ich auch. Na, hört auf, ihr labert Scheiße. Ihr wollt nur, dass ich auf irgendeiner Plattform gesperrt werde. Ich dachte, also wenn Gigs live hier schreibt, dann scheint was dran zu sein. Ja, aber was meint ihr, was ich für einen Stress kriege, wenn ich da meinen Schwanz zeige, Digga? Nächsten Monat eventuell ein paar Partnerschaften hier. Und dann gucken die bei Twitter und sehen dann auf einmal Monster Cock. Da geht doch keiner mehr ein Geschäft mit mir ein, wenn die sehen, was da für ein riesiger Schniedel auf die wartet. Aber ich sehe wirklich, also wir sind ein sehr, sehr schwanzgesteuerter Kanal hier. Und das finde ich auch gut. Und ich sage euch so, wie es ist, also wir sind auch alle, Digga, auch mit den Jungs in der Sauna. Der, da hat keiner Problem, seinen Schwanz auszupacken oder zu zeigen. Wisst ihr, wie ich meine? Ist der von Monte kleiner? Tatsächlich waren Monte und ich damals, nach dem Job, waren wir uns relativ einig, dass man unschwer erkennen kann, welcher von unseren Schwänzen größer ist. Nee, Holger, Melke muss ich sagen, Holger hat echt einen stabilen Pidel. Aber den krassesten Pidel, den ich je gesehen habe, war der von Jappi. Ich hab einen Blutpidel. Also so ein Mischding, Digga. Also ist so, wenn er hängt, auch stabil. Aber wenn er halt nochmal richtig in Fahrt kommt, Digga, dann hast also dann hier. Eine dritte Faust, Digga.